Ich möchte gerne eine südkoreanische Netflix-Serie vorstellen, namens Crash Landing on You. Es handelt sich um ein südkoreanisch-nordkoreanisches Pärchen. So politisch ist es aber nicht, obwohl es manchmal den existierenden Konflikt zwischen den beiden Koreas zeigt. Die Liebesgeschichte beginnt, als die schöne Erbin eines südkoreanischen Großkonzerns beim Gleitschirmfliegen von einem starken Sturm getroffen wurde. Nach ihrer Bruchlandung hat sie herausgefunden, dass sie in Nordkorea gelandet ist. Dort traf sie auf einen tüchtigen, gut aussehenden nordkoreanischen Armeeoffizier. Eigentlich war er ein Wunderkind am Klavier, hat in der Schweiz studiert und wollte ursprünglich Pianist werden. Er versteckt sie und hilft ihr, die Flucht zurück nach Südkorea zu ermöglichen. Natürlich verlieben sie sich ineinander, aber es ist eine komplizierte Situation, so als wären sie die moderne Version von Romeo und Julia. Trotz aller Schwierigkeiten, genau wie viele andere koreanische Serien, nimmt die Geschichte ein glückliches Ende. Meiner Meinung nach ist diese Serie sehr sympathisch gestaltet. Man sieht zwar eine gewisse Spannung zwischen den Ländern, aber gleichzeitig sieht man die Tatsache, dass man in Nordkorea auch nur mit Wasser kocht. Es ist super spannend, den Alltag in Nordkorea zu sehen, wie die Menschen dort leben. Sie haben auch Spaß und helfen sich gegenseitig. Ich persönlich habe viel über die Kultur und den Dialekt in Nordkorea gelernt.